Tipp noch. Das war knapp. Oh, yeah. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute möchte ich mit euch zusammen Äpfel mit Birnen vergleichen. Und woher das Sprichwort kommt, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe heute ein paar ziemlich coole Fakten für euch. Und ich würde sagen, wir springen gleich rein. Let's go und viel Spaß. Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen, weil das letzte Video ist ja jetzt schon circa 2 Wochen her. Und ich hatte zwischendurch ein paar private Geschichten, die ich regeln musste. Unter anderem war mein Haustier leider erkrankt. Da musste ich sehr viel Fürsorge reinstecken. Dem geht es jetzt aber soweit wieder okay. Und drückt die Daumen, dass es alles in Ordnung bleibt. Zum anderen habe ich endlich einen neuen Laptop bekommen und der viel leistungsstärker ist als mein alter. Das heißt, ich kann jetzt auch noch geilere Videos für euch machen und noch leckere Sachen zusammenstellen, damit es auch noch ein bisschen schmackhafter aussieht. Ich habe auch schon ein wenig Sachen vorbereitet und ja, dadurch, dass wir hier auf einem veganen Channel sind, schnibbeln wir natürlich und essen wir natürlich auch ganz viel Obst und Gemüse. Und ich habe mir jetzt dieses Mal eigentlich zum Thema genommen, was ich schon lange mal aufklären wollte. Und zwar vergleicht man ja eigentlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Das Sprichwort, okay, das sei mal dahingestellt, aber vermeintlich ist ja der Apfel das gesündere Obst und die Birne kann aber auch ganz schön viel, und das möchte ich gerne mit euch heute besprechen, in ein paar Fakten zusammengesteckt. Wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, dann gibt es noch 2 Tipps für euch, wie ihr am besten herausfindet, wie der Reifegrad der Birne ist, ob sie schon lecker schmeckt oder nicht und wie ihr sie ultra lange haltbar machen könnt. Wesentlich länger als Äpfel. Ich habe parallel natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben und habe auch in meiner Umgebung gefragt, zu was die Leute eher greifen würden, und da ist es ganz klar der Apfel geworden, weil er ja wesentlich bekannter ist, schmeckt vermeintlich besser und ja, den kennt man eigentlich aus vielen, vielen Geschichten. Ihr kennt ja sicherlich das Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away. Ja, die Birne muss sich aber gar nicht so doll verstecken. Nochmal ein paar kurze Fakten zu den kleinen Obstlern hier. Die deutsche Bevölkerung isst im Jahr durchschnittlich 26 Kilo Äpfel. Das entspricht 173 Äpfel übers Jahr verteilt. Und bei der Birne sind es nur 3,5 Kilo. Heißt ungefähr übers ganze Jahr 23 Birnen, was nicht sehr viel ist. 1 Kilo Äpfel kostet im Schnitt 1,99 Euro und die Birne, die kostet im Schnitt 2,99 Euro. So, und wir kommen jetzt ein bisschen zu den Vorteilen der Birne, weil, naja, Äpfel müssen wir ja nicht groß besprechen, weil ja eigentlich jeder diesen Apfel kennt und hat natürlich viel Vitamin C etc., also ist natürlich auch gesund, aber die Birne, die muss sich gar nicht verstecken, und ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Vorteile aufzählen. Vorerst gibt es aber noch einen kleinen Fakt, und zwar wird die Birne natürlich nicht nur in Deutschland angepflanzt, sondern die größten Anpflanzungsgebiete sind zum einen China, Australien, Argentinien und Kanada. Birnen haben generell mehr Folsäure und die ist dafür da, um Serotonin herzustellen. Und Serotonin ist ein Glückshormon und deshalb haben wir automatisch bessere Laune, wenn wir mehr Birnen essen. Außerdem haben Birnen mehr Gerbstoffe und Gerbstoffe sind dafür da, dass das Obst generell brauner verfärbt, und Gerbstoffe sind zur Abwehr für Krankheitserreger gut und senken den Blutzucker. Außerdem machen die Gerbstoffe das Obst robuster. Das heißt, wenn die Birne reif ist,
und nicht weit vom Stamm fällt, dann werden sie auf jeden Fall robuster runterfallen und gehen nicht so schnell kaputt. Viele denken auch, dass Birnen ungesünder sind als Äpfel, weil sie generell süßer sind. Das hat aber nichts damit zu tun, weil sie mehr Zucker haben, also mehr Fructose, sondern die Geheimwaffe hier mehr pH-Wert hat und weniger Säure und deswegen schmeckt sie einfach süßer. Das heißt, sie ist in keinem Fall ungesünder. Und da die kleinen Freunde hier weniger Säure enthalten, sind sie natürlich auch für Menschen mit empfindlichem Magen wesentlich angenehmer zum Verzehren. Außerdem hat eine durchschnittlich große Birne weniger Kalorien als ein Apfel. Und zwar hat die Birne rund 50 Kalorien auf 100 Gramm und der Apfel rund 60, ein bisschen mehr. Also ist das zum Abnehmen auch ein bisschen besser. Apropos Abnehmen, dieser kleine Freund hier, der hat eine Ultra-Geheimwaffe und zwar enthält die Birne Phosphor, Kalium und Calcium und das führt dazu, dass der Körper besser entwässert und entschlackt wird und dementsprechend ist es auch gut zum Abnehmen. So, das war es auch eigentlich schon. Das ist hoffentlich ein etwas kürzeres und knapperes Video geworden als ein paar andere. Aber wenn ihr Interesse daran habt, dass ich nochmal ein oder zwei Rezepte raushaue mit Birnen, dann lasst mir gern einen Kommentar da und gern auch ein Like. Jetzt gibt es als Dankeschön noch die beiden Tipps. Tipp Nummer 1, eine perfekt reife Birne erkennt ihr daran, indem ihr daran riecht. Das heißt, wenn sie ihr Aroma schon richtig schön verteilt und ihr riecht es schon, dass es sehr gut nach Birne riecht, dann könnt ihr sie auf jeden Fall verzehren. Tipp Nummer 2, ihr könnt die Birne mehrere Monate lagern, indem ihr die Birne in dunklen und in kühlen Umgebungen lagert. Sie ist auf jeden Fall wesentlich länger haltbar als die anderen Freunde hier, die Äpfel nämlich. Und ja, das soll es auch eigentlich schon soweit von mir gewesen sein. Dieses Thema lag mir irgendwie sehr am Herzen, weil viele die Birne unterschätzen und ich finde sie auch sehr cool. Sie schmecken natürlich auch sehr, sehr lecker, wesentlich süßer als Äpfel, aber das ist eure Entscheidung. Ich wollte euch gerne einfach nur mal aufklären und da das hier ja auch mit der veganen Ernährung zu tun hat, dachte ich, ich biete euch diesen Inhalt jetzt einfach mal an. So, das war's von mir. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende schon mal. Noch einen schönen Tag heute. Genießt das Wetter. Ich werde es mir jetzt erstmal gut gehen lassen mit den beiden Freunden hier. Ich wünsche euch alles Gute und checkt nochmal bitte mein Video aus vom letzten Mal mit den 5 veganen Snacks. Die sind ultra lecker. Gebt mir gerne ein Like und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann noch gerne ein Abo. Das unterstützt diesen Channel immens und ihr müsst beim nächsten Mal nicht mehr so lange auf mich warten. Also alles Gute, schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh,